Unternehmer brauchen Mut. Im Rahmen der Bundestagung der Jungen Wirtschaft Summit in der Tabakfabrik in Linz steht der Fokus bei der Pressekonferenz auf Forderungen an die neue Regierung. Zurück in die Zukunft und durchstarten in einem Land voller Möglichkeiten. Wir haben heuer im ersten Halbjahr auch wieder Zuwächse an Unternehmensgründungen gehabt, mehr Gründungen als im vorigen ersten Halbjahr. Das zeigt, dass es den Willen gibt, etwas zu unternehmen. Das festigt aber auch die Arbeitsplätze, denn wir haben auch Zuwächse bei Arbeitsplätzen und gleichzeitig offene Stellen. Also der Wirtschaftsmotto auch im Sinne von Arbeitsplatzsicherheit brummt in Oberösterreich. Großes Thema ist Senkung der Lohnnebenkosten und natürlich Steuererleichterungen, vor allem was die Körperschaftssteuersenkung betrifft und natürlich Initiativen wie Investitionsfreibeträge, damit wir generell auch Investitionen in die Unternehmen leichter und schneller umsetzen können. Sowie die Bemessungsgrundlage für den Gewinnfreibetrag. Der soll künftig von 30.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht werden. Das stärkt kleine und mittlere Unternehmen. Wir hatten ja eigentlich dieses Paket schon mit der Regierung vereinbart, mit der letzten. Also mein Anliegen wäre, zügig zu schauen, dass die neue Regierung das auch schnell beschließt, im Parlament dann beschließen lässt, und das könnte man dann sofort ab 2021 umsetzen. Also war ja eigentlich ursprünglich geplant, diese steuerliche Entlastung auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Unternehmer 21 zu haben, und da werde ich darauf hindrängen, dass das auch passiert. Politik, Wirtschaft und Globalisierung, genau hier werden wirtschaftliche Netzwerke geknüpft. Den Unternehmen brauchen zündende Ideen, damit es den Wirtschaftswind vorantreibt. Die Globalisierung, die ist einfach da. Gegen die können wir uns nicht wehren, aber die ist ja Chance auch für unsere Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Sie können mit ihrem Produkt nicht nur in Oberösterreich erfolgreich sein oder in Österreich, sondern auch weltweit. Und auch da begleiten und unterstützen wir mit unserer Außenhandelsorganisation gerade auch die Jungunternehmer. Ich würde das Event nicht nur für uns machen und nicht nur für die Teilnehmer, die hier sind, sondern nach außen auch in der Gesellschaft gut zeigen können, was es bedeutet, jeden Tag den Mut haben zu müssen, ein Unternehmen zu gründen und seine eigenen Träume zu verwirklichen, und dass es nicht einfach nur so ist, ein Unternehmen gründet man und dann kommt der Erfolg von selbst. Deshalb wird am 7. Oktober die WKO Base direkt in der Tabakfabrik in Linz eröffnet. Eine eigene Außenstelle am Kreativzentrum für noch mehr Inputs, Wissen und Anreize für alle Jungunternehmer.